Sie, liebe Zuschauer, möchten auch mal Geschichten im Weltspiegel sehen, die vom Guten im Menschen erzählen. Hier ist eine. Es ist noch nicht lange her, da wurden Kleingärtner als Spießer und Wochenendlangweiler durch den Kakao gezogen. Jetzt gelten sie in manchen Ländern der Welt schon als Trendsetter. Eine andere Welt ist pflanzbar. Unter diesem Motto arbeitet zum Beispiel in Südafrika das Projekt Food Garden Foundation sehr erfolgreich gegen den Hunger. Durch die Anlage von Miniaturgemüsegärten, ob im Slum, von Soweto oder auf den Dächern der Großstadt Johannesburg. Das Projekt macht im wörtlichen Sinn Schule im ganzen Land. Denn immer mehr Schulen legen jetzt auch schon ihren eigenen Gemüsegarten an, wie Uli Neuhoff berichtet. Dass Unterrichtsstunden nach draußen verlegt werden, ist ungewöhnlich in Soweto. Und es gehört auch nicht gerade zum klassischen Lehrplan, dass Schüler mit ihrer Lehrerin einen Gemüsegarten anlegen. Heute aber zeigt Veli, ein Gärtner der Klasse 4C, Schritt für Schritt, wie selbst der Schulhof zum ertragreichen Acker werden kann. Wenn es regnet, dann dienen die Äste als Drainage, damit das Wasser abfließen kann durch den Humus, der weiter oben liegt, erklärt Veli, der Gärtner. Als nächstes müssen alle alte Zeitungen zerreißen. Veli und seine Kollegen machen das nicht zum ersten Mal, das spürt man. Die Gärtner von Food Garden haben schon viele Kinder für ihre Form der Gemüsebeete begeistert. Lernkontrolle. Zuerst braune, trockene Blätter und Äste fasst Sipo noch einmal zusammen. Und jetzt kommt der Kohl und anderer grüner Abfall. Und wir haben auch noch Papier zerrissen. Begeisterung für das Gemüsebeet wecken, das ist fast so wichtig wie der richtige Aufbau. Beides gelingt den Gärtnern ganz gut. Und auch das ist Teil ihres Programms. Der Minigarten im Autoreifen. Scheinbar klein und unbedeutend, aber ein Baustein in einem durchdachten Konzept. Wir geben etwas an die Umwelt zurück. Wir verbrennen die Reifen nicht, sondern wir säubern die Umwelt und bepflanzen die Reifen. Die Methode ist exakt dieselbe, hier erklärt Veli, wie wir sie bei den Beeten verwenden. Es sind die gleichen Schichten von Kompost. Ein paar Kilometer Luftlinie, Downtown Johannesburg. Hier Gärten zu vermuten, wäre vor ein paar Jahren noch gelinde gesagt Utopie gewesen. Jetzt aber werden es langsam mehr und es sind die Mini-Gemüsegärten im Autoreifen, die den Durchbruch geschafft haben. Seit einem guten Jahr baut Tombi Spinat und rote Beete an, organisch-dynamisch mit Würmern und Küchenkompost. Meine Oma hat mir alles über Pflanzen beigebracht, als ich noch ganz jung war, dort, wo ich herkomme. Wir sind immer ganz früh aufgestanden, um in ihrem Garten zu arbeiten. Aber so wie hier haben wir nicht gepflanzt. Wir hatten einen richtigen Garten mit normalen Beeten, wie es sich eigentlich gehört. Hier gibt es keine Beete. Hausdächer sind die einzig ungenutzten Flächen. So hat sich Tombi umgewöhnen müssen. Sie ist eine der ersten, die bei diesem Projekt mitmachte. Seit einem guten Jahr erntet Tombi ihr eigenes Gemüse vom Dach. Gutes Gemüse, wie sie sagt. Und es wächst mehr, als sie essen kann. Als erstes kommt immer der Spinat. Wenn der erntereif ist, dann bereite ich die ersten Blätter für mich zu. Teste ihn, um zu sehen, ob er auch wirklich reif ist und ob er gut schmeckt. Erst dann verkaufe ich ihn. Das ist das Ziel dieser Gärten, ein bisschen zusätzliches Einkommen für die ganz Armen. Denn viele von ihnen kommen ursprünglich vom Land, wissen also, wie man einen Garten bewirtschaftet. Und die Kunden, die leben ein paar Stockwerke tiefer, das ist also auch ökologisch sinnvoll. Die gleiche Grundidee auch in Soweto. Gärten, die denen helfen sollen, die fast nichts haben. Melusis Familie zum Beispiel. 13 Menschen in einem kleinen Haus. Die Oma zieht 8 Kinder auf, 5 davon Waisen. Entsprechend fällt das Frühstück aus. Ein Becher Tee, zu mehr reicht es einfach nicht. Wir haben einfach nicht genug Geld, um alle in der Familie satt zu bekommen. Nur einer meiner Söhne hat Arbeit, erklärt sie. Und der hat ja selber Kinder, die er unterstützen muss.
Hungrig gehen die Kinder am Morgen aus dem Haus. In der Schule werden sie ihre erste Mahlzeit bekommen. Viele leben so und deshalb sind die Gärten auch so wichtig. Ganze Familien könnten von diesen Kleingärten leben. 1 Meter auf 2, größer muss das Beet nicht sein, lernen die Kinder hier. Kohl, Zwiebeln, Salat oder Bohnen, das ganze Jahr über wächst etwas. Wenn sie unserer Methode folgen, dann gibt es keinen CO2-Fußabdruck. Wir steuern nicht zur Klimaerwärmung bei und gleichzeitig lernen die Kinder ihr eigenes Essen anzubauen, ohne Pestizide und ohne Dünger. Sie benutzen nur natürlichen Kompost aus Abfällen, die sie zu Hause oder in der Schule finden können. Die Schulspeisung am Mittag. Für Melusi und viele andere ist das die einzige Mahlzeit am Tag. Umgerechnet ein paar Cent haben sie für das Essen pro Kind zur Verfügung. Deshalb braucht die Schule den Garten. In spätestens 2 Monaten wollen sie hier das erste Gemüse aus den eigenen Beeten verarbeiten. Mehr und gesünderes Essen für die Kinder, die darauf angewiesen sind. Das Essen hier ist lecker. Die kochen immer gut für uns, sagt Melusi ein wenig eingeschüchtert. Reis und Gemüse, das mag ich besonders. Damit die Beete nicht austrocknen, verwenden sie Grasabfälle als Deckschicht. Was die Kinder hier lernen, ist ökologischer Gemüseanbau. Während die Politiker über den Klimaschutz streiten, sind sie hier in Soweto schon einen entscheidenden Schritt weiter. Scheinbar klein und unbedeutend, aber 100% klimaneutral. Ein Podcast von das Erste.de.